Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tibirum Konflikt Remastered Edition auf Seiten von Fragezeichen. Genau, wir wissen nämlich noch nicht, wer wir sind, weil in der letzten Folge haben wir die GDI-Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Alle Alternativmissionen sind abgehakt und jetzt wartet tatsächlich in diesem Spiel nur noch diese Dino-Kampagne. Ja, ich weiß nicht, wer wir sind. Keine Ahnung. Ich gehe da jetzt blind rein. Und da bin ich mal gespannt, was uns hier so erwartet. Okay, liebe Leute. Die letzten Missionen im Tibirum-Konflikt. Bin ich mal gespannt. Okay, Funpark 01, Containment Team 1. Einsatzbesprechung. Es liegen uns einige Berichte über seltsame Tiere in diesem Gebiet vor. Untersuchen Sie das Gebiet mit Ihren Truppen und berichten Sie, was Sie herausfinden. Wartet mal. Muss ich hier tatsächlich... warum kann ich die Dinos nicht spielen? Doch, jetzt. Okay. Ich dachte schon. Ich habe jetzt Angst gekriegt. Gut, kommt jetzt irgendwo eine Cutscene? Oh, tatsächlich! Ach, das war der Kane! Ah, wir spielen also die Not. Okay, cool. Oh, schaut mal. Okay, wir spielen die Not. Okay. Es liegen uns einige... Ja, okay. Verstärkungen sind eingetroffen. Aber wir sind eine blaue Truppe. Wir sind aber die Not, ne? Wartet mal. Er sagt gar... Er lässt mich gar kein... Wir sind auf keiner Seite. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal undefiniert. wir haben zwei Motorräder. Und ja, wir sollen uns jetzt hier erstmal umgucken nach irgendwelchen komischen Tierwesen. Ich glaube, dass diese Kampagne es am Ende ganz schön in sich hat, liebe Leute. So, da bin ich mal gespannt. Wir sollen hier irgendwelche Dinos suchen. Das ist echt interessant. Die Musik ist auch ganz anders, hört ich dir? In Ordnung. So Afrika-Style hier, okay. Okay, hier ist also schon mal nix. Gut, wir sollen berichten, okay. Dann machen wir das mal, würde ich sagen. Wir haben unsere vier Not-Mods. Das sind, glaube ich, die effektivsten Einheiten gegen die Dinos hier. Weil die so schön schnell sind und weil die Raketen haben halt, ne? So, da kann man auch hin. Oh, okay, hier ist ein Durchgang komplett. An der Küste entlang. Ja, okay. Voll interessant, Leute, echt. Echt voll interessant hier. Und da bin ich mal gespannt, wann wir zum ersten Mal so einem Viech hier begegnen. Da ist einer! Schaut euch das an! Triceratops! Sind wir jetzt hier bei Dino Crisis 2 oder was? Sind wir jetzt hier bei Dino Crisis 2? Geil. Triceratops. Okay. Oh man, die schießen aber auch irgendwie nur limitiert, ey. So, und mach den kaputt. Wir haben einen Triceratops erledigt. Ich komme gerade echt vor wie bei Dino Crisis. Cool, Leute. Ach, wie geil. Okay. Ein Triceratops, also. Da ist... Oh, schaut mal da. Stegosaurus. Coole Grafik. In der alten Grafik kann man das gar nicht erkennen, aber gut. Coole Grafik. So, Stegosaurus haben wir da. Ein Pflanzenfresser. Hoffe ich mal, dass ich jetzt was Richtiges gesagt habe, aber... Ihr werdet das schon wissen, wenn ihr das guckt und mich euch mit Dinos auskennt, dann werdet ihr schon sagen, ob ich da richtig oder falsch lag mit der Theorie als Pflanzenfresser. Hier gibt's ja gar nichts mehr. Wartet mal. Kann das denn sein überhaupt? Hier oben war, glaube ich, noch eins, ne? Was ist das denn? Joe! Und Shelly, hallo. Nein, das wollte ich nicht. Oh! Uiuiuiui, was? Was ist das denn für einer? Der trampelt Bürger platt. Ist das ein T-Rex? Oh Gott, ich habe echt die Einheit verloren. Oh, der ist aber übel hier. Der ist aber stark, muss man sagen.
Okay, der ist echt stark. Was ist das denn für einer? Tyrannosaurus Rex? Tyrannosaurus Rex, okay. Deshalb also. Okay, das ist ein T-Rex, Leute. Tschüss. Cool. Coole Kampagne. So, ich glaube, diese erste Mission ist auch tatsächlich nur dafür da, damit wir diese Dinos mal so ein bisschen kennenlernen, ne? Funpark 01, das ist echt, das macht schon Spaß, muss ich sagen. Und da haben wir jetzt noch hier hinten diesen Stegosaurus. Es sei denn, wir haben jetzt hier noch einen, aber glaube ich nicht. Nicht mit vier Motorrädern, Leute. Ich glaube, der hält auch irgendwie nichts aus, oder? Ja, doch. Der hält schon mehr aus. So. Das meine ich halt mit Abstand halten. Ne? Wir dürfen denen nicht zu nahe kommen, weil Dinos sind logischerweise Nahkampfeinheiten. Und da haben wir es doch jetzt. Jawohl. Die ersten drei Dinos haben wir platt gemacht, liebe Leute. So, ich glaube, dann geht es auch direkt weiter, oder? Geht's auch direkt weiter, wa? Genau, Funpark 02. Okay, wir haben den Kontakt zu unserer Basis in diesem Gebiet verloren. Finden Sie die Basis und sichern Sie den Bereich. Eliminieren Sie alle Bedrohungen, auf die Sie stoßen. Hä, lustig. Doch nicht mit vier Kommandos. Okay, wir sind scheinbar echt eine Sondereinheit. Wir sind nicht die Nord. Wir sind eine Sondereinheit, okay. Dann schreibe ich ins Thumbnail, glaube ich, rein Dino-Kampagne einfach. Ich meine, was soll ich da sonst reinschreiben, ne? Ich meine, wir sind... Oh. Was ist das denn? Da ist wieder so ein Triceratops. Ah, cool. Okay, wir haben eine Basis da unten. Das heißt, wir können... Helitrans, Kampfhelikopter, okay, Gorkas, oh mein Gott, wir können richtig gute Sachen bauen hier. Kampfhelikopter, die sind eigentlich auch gar nicht so schlecht, ne? Ja gut, aber ich werd 5 Panzer bauen, tatsächlich, von dem Geld. Wartet mal, ich speichere das erstmal. Mission 2 Dinos. So. Da kann ich den Hubschrauber nehmen und die Einheiten hier unten absetzen. Ja, sehr schön, weil hier sollte ja keine Flak stehen. Hier sind hier nur Dinos. Ne? Konstruktion fertig. So, jetzt haben wir wieder Kontakt zu unserer Basis. Boah, ich muss mich erstmal an die Farbe gewöhnen. Ey, dieses Blaue, das ist irgendwie voll krass, dass man das jetzt hier Tiberium-Konflikt hat, diese Farbe. Oh mein Gott, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oh, das sind die... Ah, das sind die Nordhubschrauber. Ja, die bringen aber nichts gegen die. Die bringen aber nichts gegen die. Oh mein Gott. Oh, Gott sei Dank. Einer ist tot, ne? Scheiße. Ja, gut, egal. Die bringen gar nichts gegen die Dinos. Ja, super. Ja, gut, aber ich habe jetzt gleich meine 5 Kampfpanzer. Oh! Boah! Schau euch mal den T-Rex an. Der sieht übel aus, Leute. Der sieht gut aus. Der sieht echt gut aus. Okay, was ist jetzt, wenn ich mit denen auf den T-Rex baller? Ja. Ah, geil. Der macht gar nichts. Ach, wie geil. Okay. Das heißt, das werde ich ausnutzen, dass der nichts macht. Ach, schaut mal, die brauchen auch viel länger zum Aufladen, die Helis. Oh, geil, Leute, wir haben die Gewehrhelikopter richtig gut. So, das werde ich ausnutzen, das heißt, die machen da den T-Rex platt. Was für eine geile Mission, ey, echt. Richtig cool. Ah, das ist richtig nice mit dieser Kampagne, ey. Auch schön detailgetreu. Schön detailgetreu. Schaut euch den an. Der sieht richtig gut aus, der T-Rex. Der sieht richtig Hammer aus, ey. Bisschen Jurassic Park-Style hier bei Command & Conquer. Richtig cool. So, jetzt kommt er nämlich angerannt.
Genau, Leute, aber ich stelle meine Kampfpanzer dahin. So, den kriegen wir. Sehr schön, Leute, sehr, sehr gut. Ja, genau, Abwärtskumpel. Ja, und dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Cover the Conquer Remaster Edition. Ja, Dino-Kampagne. Was ist das für einer? Ein Raptor. Ja, der sollte ja eigentlich... Ach du Scheiße! Oh Gottes Willen! Wow! Oh Scheiße. ich hatte jetzt gedacht, das wäre so wie Dino Crisis. dass man dann da... Ja, den Dino einfach so platt machen könnte. Aber dem ist nicht so. Scheinbar. Okay, interessant. Interessant, Leute. Und die Kampfpanzer brauche ich gar nicht. Scheiße. Die Panzer brauche ich gar nicht, ey. Oh! Einheit verloren. Ich glaube, das war's schon. Oder? Ich glaube, das war's schon. Der Raptor, der ist ganz schön flott. Der sieht auch echt gut aus. Nicht schlecht. Boah. Aber ihr kriegt den Raptor weg. Ja gut, ich könnte jetzt doch mit ein paar Manniken hin, aber vielleicht reicht das? Nee, okay. Okay, Leute, ich muss zum ersten Mal laden in der Dino-Kampagne. Das heißt, ich brauche gar keine Panzer. Ich muss die Kohle irgendwie aufsparen. Okay. Jawohl, gut. In Ordnung. Nein, lass das. So, gut, dann machen wir das nochmal weiter. Ich kann die ja eigentlich alle mit den Helikoptern da platt machen, ne? Die Dinos hier auf dieser Seite. Rock'n'Roll, genau. Gut, dann also ihr bitte Team 2. Ihr seid Team 1. Und Team 2 macht bitte... Greift ihr sich in diesen Triceratops da an. Ach, das ist Stegosaurus, sorry. Gar nicht wahr. Triceratops. Stegosaurus, der hält ganz schön viel aus. Finde ich interessant, der hält fast genauso viel aus wie ein T-Rex. Oh Mann. Ja gut, dann baue ich zwei Panzer. So. Zwei Panzer, dann können wir mit denen gleich die Dinos hier kalt machen. So, dann kann ich jetzt auch die zur Hilfe nehmen hier. So, der Stegosaurus ist nämlich ganz schön langsam, wie ihr seht. Ja, den kriegen wir so kaputt. Mit vereinten Kräften kriegen wir den kaputt. Ja. Sehr schön. Wunderbar, dankeschön. Und ja, liebe Leute. Erzählt mal, wie es euch so geht. Würde mich sehr interessieren. Mir geht es sehr gut, tatsächlich. An diesem Samstagabend. Nach wie vor. Immer noch an einem Samstagabend. Obwohl wir da, ja, soll ich sagen, obwohl ich da so lange warten musste bei der letzten Mission. Das war schon echt übel, aber... Das schaffen wir noch. Okay. Vielleicht schaffen wir noch in dieser Folge die zweite Dino-Mission. Na, wer weiß. Vielleicht schaffen wir die noch. Ich bin da zuversichtlich. Weil so auf der anderen Seite kann man nur mit, tatsächlich nur mit Manneken hin. Und hier oben war, glaube ich, der Raptor. Ne? Genau, da ist der Raptor. Der hat keine Chance gegen die Panzer. Seht ihr das? Das, weil der Raptor halt, auf Fleisch eher steht, ne, und auf Menschen und so. gegen Panzer kann der nicht viel machen. So habe ich das auch in Dino aus Dino Crisis in Erinnerung. So, Leute. Panzer, du kannst bitte mit auf den T-Rex ballern. So. Ach du Scheiße. Okay, dann kommt ihr bitte. Was macht ihr da? Ach du Scheiße. So, okay. Sehr gut, liebe Leute. Dann können wir mal weitermachen. Ich habe jetzt tatsächlich hier meine... Ja, meine Kommandos nochmal. Und ich muss jetzt irgendwie da drüben aufsetzen können. Ohne, dass da direkt ein Raptor kommt. So. Es ist so geil, dass man so reden kann, obwohl man Command & Conquer spielt, ey. So. Sehr gut. Ja, aber die... Den
Den Raptor da, den kriege ich nicht mit denen platt. Das geht nicht, Leute. Das schaffe ich nicht. Wartet mal. Ah, da ist noch einer. Ist noch ein Raptor. Wartet mal. Mission 2 Dinos. So, aber wie... Ah, das ist schon das Kartenende. Ah, okay. Das ist schon das Kartenende. Wartet mal. Brauche ich vielleicht Benniken? Raketenwerfer war doch immer ganz gut in Dino Crisis. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Ja, scheiße. Das ist natürlich jetzt... Wartet mal. Lasst den Panzer euch mal helfen. Okay, 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 okay. Boah, Gott sei Dank. Noch einer. Boah, denn die sieht man gar nicht, ne? Na komm, dann zieh den in die Panzer rein. Zum Glück ist der blöd. Das gleiche kann ich auch mit dem machen dann, ne? So. So. Was zur... Shit. Okay, dann brauche ich doch die Einheiten. Okay. Dann machen wir das nochmal. So, zack. Diese Afrika-Mucke, richtig geil. So. Na, seht ihr das? Manchmal trifft er den Raptor. Richtig gut. Ja, sehr gut. Vielleicht reicht das ja schon, wenn der Raptor kaputt geht, hä? Bestätigt. Ah, da ist noch irgendwo einer. Okay, ich verstehe schon. Alles klar, aber der Hubschrauber, der muss unbedingt überleben. zieh die mal bitte nach unten. Ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind, hier unten. Bestätigt. Richtig geile Mission. Richtig cool. So. Aber ich frage mich jetzt natürlich... Wartet mal, speichere das nochmal. So ein 2 Dinos. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, ne? Ich mache es einfach nach der Nase nach und... naja, da ist noch einer. Na, seht ihr das? Genau, die heilen sich. Die heilen sich mit meinen Manniken. Okay. Wie viel mehr habe ich dann nicht mehr, ne? Ich brauche ja noch den... Ich brauche ja noch den... was zum Scouten hier. Das sind jetzt meine drei letzten Einheiten hier. Okay, ja, das wird tatsächlich ein bisschen schwieriger. Aber auch nicht so schlimm. Das hätte ich mir schwieriger vorgestellt. Na klar, es kommt wahrscheinlich alles später noch. So, dann hier. Ich glaube, wenn wir jetzt den nächsten Dino kriegen... Die heilen sich nämlich hoch von der Lebensenergie meiner Manneken. Dann ist der da versteckt. Ey. Das ist natürlich geil, ey. Ich sehe die ja auch nicht, ne? So, wie immer noch... kriegen wir hin. Aber hier ist nichts mehr. Ja, dann da oben oder was? Wartet mal, Leute. Hä? Bin ich jetzt total bekloppt? Hier ist doch nichts mehr, oder? Nee, das sind... Nee. Wo sind denn hier noch welche? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert. Hä? Was zur... Wartet mal. Eliminieren Sie alle Bedrohungen. Hä? Wartet mal. Wartet mal. Nicht, dass da im Tiberium noch einer ist. Wartet mal. Weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Hallo? Ach, der landet nicht. Ach, Mann. Auf. Ein Panzer, dann geht ihr nochmal bitte dahin. Aber eigentlich... Wartet mal. Was ist das denn da? Was ist... Ah! Wartet mal. Da! Oh, ach, da unten in der Ecke. Haha, okay. Aber die Hubschrauber...
Die schießen da nicht drauf. So, jetzt. Ah, okay. Da ist noch ein T-Rex da unten. Haha, okay. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich auch, warum die Mission da nicht zu Ende ging. Ah. Dann kann ich auch die Mediken runterziehen. Weil die können den ja ohne Probleme platt machen. Das ist es ja nicht, ne? Das ist kein Problem. Aber da ist der echt da unten in der Ecke versteckt. Ich glaub's nicht, ey. So. Bam. Ja, bis die unten sind, ist ja schon kaputt. Oder da ist ja schon eine Altersschwäche gestorben oder so. Oh Mann. Ja. Der Panzer, der kann das mal versuchen. Nee. Okay, dann lass. Der heilt sich. Schau euch das an, der heilt sich hoch. Olle T-Rex. So, aber du bist gleich Geschichte, mein Freund. Mein gut aussehender Freund. So, bam. Dino Crisis 2. Eine Rakete in die Fresse. Geil. Gut. Alles klar, dann geht's schon direkt weiter hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen es gibt von der Dino-Kampagne. Bin ich jetzt echt mal gespannt. So. Team 3. Wir haben in den Wäldern viele Einheiten verloren. Sie müssen den Weg räumen, damit in Zukunft weitere Truppen in dieses Gebiet durchqueren können. Unseren Wissenschaftlern zufolge sind diese Dinosaurier wohl nicht so dumm wie anfänglich angenommen. Ja, das ist schon, kann man so sagen. Oh, ihr seht, GDI und Not-Einheiten. Das heißt, wir sind echt Spezialtrupp. Alles klar. Ah, geil, wir haben endlich mal wieder eine grüne Karte. Ach, du Heilige. Wow, okay. Die sind rattenschnell. Die schönen Flammenwerfer. Die schönen Flammenwerfer. Ich glaube, ich muss das nochmal neu starten. Da kommt ein Triceratops dann. Okay. Ich glaube, Triceratops geht besser gegen Manneken. Oder? Muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall, die Flammenwerfer muss ich erstmal beschützen. So. Wo kommt der denn her? Wahrscheinlich einfach so vom Kartenrand gespawnt. Ach, wie geil. Dann zieh die Raketen mal bitte nach links ein bisschen. Und die Grenadiere da so raus. Aha, und wo bleibt er jetzt? So, komm. Dann fahr bitte durch den Wald. Und zieh dich zurück. Da kommt der Triceratops. Alles klar. Ja, genau, die sind nämlich viel besser gegen Manneken. So. Der hat die platt gefahren. Nicht platt gefahren, sondern in diesem Fall platt gewälzt. Okay, interessant, liebe Leute. Interessant. Oh, das sind wieder zwei Stück hier. Kann ich die auch rausziehen? Ich kann die auch rausziehen. Sehr schön. Kann man die verbrennen? Ich speichere das erstmal. Mission 3 Dinos. Ich probiere das jetzt noch, ob wir die verbrennen können. Und wenn wir hier unten im Wald alles gecleant haben, dann würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss. Ach du Scheiße. Wo rennen die denn jetzt hin? Nee. Das Brennen, das geht auch nicht. Boah, die Grenadiere sind gut gegen die. Was macht der denn? Sehr schön. Genau, brenn den Wald nieder, ey. Du bist mir auch einer. Brenn ruhig den Wald nieder. Boah, ey. So wenig Einheiten ist das schon übel. Okay, aber ich glaube, wir haben den Wald. Jawohl. Oh nein! Und! Ja, okay, die Grenadiere sind auf jeden Fall besser gegen die. Und hör auf, dich hochzuheilen! Und der ist wieder voll, ne? Ja, das ist... Scheiße, Spieladen. Ist wohl doch nicht ganz so einfach, ey. Ist echt nicht einfach.
Genau. So, okay, dann. Brennt, Fackel. Sprengt die in die Luft, los. Die heilen sich halt, das ist das Üble. Die einzige Einheit, die im Corner konkert, die sich heilt. Ja gut, liebe Leute. Allerdings, in Abendtechnik, was wir in Folge voll haben, würde ich mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde ich mich sehr freuen, tatsächlich. Erzählt den Kanal gerne weiter. Und ja, bis hier weiter geht's immer beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ja? Tschüss.